Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Chaos Simon, und schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute mal den Server, oder das Spiel, besser gesagt, War Universe an. Wurde mir als P-Server von Dark Orbit auch vorgeschlagen. Wobei ich nicht sagen muss, dass sich das hier als P-Server anfühlt, sondern das ist irgendwie schon ein eigenständiges Spiel. Wenn ihr nämlich auf der Seite geht, könnt ihr den eigenen Client runterladen. Das heißt, ihr seid nicht mehr im Browser, sondern habt das echt als Spiel. Und hab dann folgendes Interface, was ich eigentlich sogar mega geil finde. Bin ein bisschen rumgeflogen, habe schon ein bisschen was gemacht. Hier ist unsere Startbase mit der Sicherheitszone. Auch, also ich finde, es ist sehr schön gemacht. Hier oben links, oben rechts auf der Karte, was ihr sehen könnt, ist ein Dollarzeichen. Da kann man Ressourcen verkaufen. Hier können wir die Raketen auswählen. Quasi, wir gehen drauf und ziehen dann halt unsere Auswahl hin. Autofire off. Oder Fire On. Ich lasse es mal erst aus. Hier das aber mit den Lasern. Sehr cool. Dazu, wenn man hier unten aufs Schiff geht, man sämtliche Control Panels, alles was man auf der Extra-Seite machen würde oder gemacht hat bei Dark Orbit, man hier sämtliche Infos, Log. Bitcoins ist, glaube ich, die Ingame-Währung. Ne, hier links habt ihr eure Fraktion. Davon gibt es halt drei: Vega, Solan, Orion. Ehre, Erfahrung, Platinum. Ausrüstung haben wir hier. Ich bin Shuttle, heißt mein kleines Schiffchen. Hangar. Was ist denn für. Okay. Ich weiß, ne, wo ich die Sachen noch herbekomme. Ach, da. Ausrüstung, Schiff. Drohnen habe ich noch keine, Rohstoffe und so weiter halt eben, ne? Hier haben wir die beiden Konfis. Top. Hier, die Kate. Den Namen kennen wir doch. Aber hier haben wir unsere ganzen Schiffchen. Da wissen wir, worauf wir sparen müssen. Wow. Kurz ausgemacht. Hoppla. Munition, Waffen. Alles ziemlich geil aus. Finde ich. Echt nice gemacht. Auktion haben wir hier. Ja, Quest, Clan. Der Rang, Statistik, auch sogar auf der Seite mit direkt. Echt nicht schlecht. So, Weltall. Hier haben wir unsere Karten. Das sind sogar die einzigen, wo ich gerade sagen muss, das ist ein recht einfach optisch. Alles andere ist doch ziemlich gut verändert. Hier haben wir unser Audio-Interface, User, Fullscreen. Also ich finde das echt cool. Auch für allein die Hintergründe, wie die aussehen. Mega nice. Die NPCs habe ich gerade schon gesehen. Oder generell sieht hier alles anders aus. Da haben wir einen. Hydro. Okay. Alles klar. Erhalten 875 Bitcoins, Ehre, Erfahrung, Platinum. Okay. Wir wissen aber jetzt, was wir ausmachen. Sound. Den stellen wir aus. Das ist doch ein bisschen, ja, das sagen, oder? Ah, so ist entspannt. Ja, die Sounds sind jetzt nicht so angenehm. Das NPC heißt Hydro. Sieht aus wie so ein Flachmann. Oben sehen wir so. Wow. Selbst das hat Dark Orbit nicht mehr geschafft. Oben eine Levelanzeige hinzumachen. Da muss man immer raten. Immer das Doppelte der XP. Immer nachschauen. Hier sieht man, wenn man Level up hat. Angenehm. Befehlt. Okay. Haben wir noch weitere NPCs auf der Einser-Karte? Würde ich gerne mal zeigen. Aber ich zeige dir mal, ich fliege mal eben so nebenbei nach oben rechts. Ah, da. Hyperhydro. Okay, das ist wahrscheinlich dann die Bosse eben. Würde ich mal behaupten. Sind wir gleich an der Belohnung? Sind denn auch in so einem Film mal so stark oder?
Das sehen wir gleich. Ja, das ist auch dann viel mal so stark. Das ist doch also angenehm. Dann fliegen wir mal hier oben rechts. Wow. Jetzt habe ich mich gerade verklickt. So ein bisschen habe ich ins falsche Fenster geguckt. Hier haben wir unseren Ressourcenverkauf. Ich habe einen Rohstoff, um diesen zu verkaufen. Ist also nicht mehr alles bei der Base direkt, sondern auch unterteilt. Das heißt, jetzt schauen wir mal. Ah, Bonusboxen kennen wir noch. Bitcoins. Fliegen immer schnurstracks. Dauert noch ein bisschen, aber nächstes das ausgerüstete Schiff. Tesla. Also ich finde das hier echt cool. Das verdient Respekt. Bin mal gespannt, wie die anderen NPCs aussehen. Wenn die schon so verändert wurden, sind ja nicht mehr ansatzweise gleich. Hier die Gates. Oh, sie wurden auch verändert. Sehen auch lecker aus. Okay, da brauche ich ein anderes Level für. Level 4. Da schießen wir noch so ein Hyperhydro weg. Aber an sich, ich habe jetzt einige Server, paar Server gesehen. Ja, das würde ich jetzt nicht hier unbedingt als P-Server nennen, sondern wirklich als eigenständiges Spiel. Und würde mal sagen, dass vielleicht könnt ihr euch aussuchen, wo ihr spielt. Ich werde wahrscheinlich erstmal alle drei bespielen. Und werde dann schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Und wir sagen, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.